Herzlich willkommen zum Gespräch hier im Stadtpalais. Es geht mal wieder um Wilhelm II. Wir stehen ja so ein bisschen auf dem Weg zu unserer großen Podiumsdiskussion am 1. Juli. Der Herr Laue organisiert ja auch unser Gast heute. Und davor war uns eigentlich etwas wichtig. Wir haben nämlich die letzten Wochen während Corona nicht untätig verstreichen lassen, sondern haben so ein bisschen recherchiert, weil unser Thema ist ja, wir wollen Diskurs mit allen darüber führen, über Wilhelm II. Und über das Denkmal. Und ein wichtiger Punkt war einfach, wir wissen einfach viel zu wenig über die Genese des Denkmals, warum steht es eigentlich da, wo es steht? Den Auftakt habe ich darum mit Frau Juli gemacht, dass wir mit der ehemaligen Direktorin der Stadtbibliothek gesprochen haben, zu sagen, warum steht es eigentlich da? Wie kommen Sie eigentlich zu diesem Denkmal? Das war ein sehr angenehmes Gespräch und auch im Nachgang dazu ist mein Kollege Herr Lauer sozusagen, haben wir gesagt, komm, wir gehen dem mal auf den Grund, wir forschen nach. Ja, so kann man es sagen. Und heute wollen wir eigentlich so ein bisschen berichten, was da rauskam. Und vielleicht, Herr Lauer, ja, seit wann sind Sie im Stadtpalais? Was machen Sie bei uns? So ein bisschen was zum Hintergrund. Sie haben ja auch eine lange Geschichte bei der Stadt. Ich habe eine lange Geschichte bei der Stadt. Beim Stadtpalais bin ich seit 2017 auf Wunsch von Herrn ersten Bürgermeister Dr. Fabian Mayer und auch Ihnen direkt zugeordnet mit den verschiedensten Aufgaben, die im Wesentlichen sich vielleicht auf Veranstaltungsmanagement beziehen und Sonderaufgaben, die sich ergeben bei Beibehaltung einiger Aufgaben aus dem ehemaligen Geschäftskreis bei der Kulturamtsleitung und aus dem Bürgermeisteramt. Aber bei der Stadt, und jetzt kommt auch eine persönliche, emotionale Verhaftung mit dem Thema Wilhelm II., bei der Stadt bin ich seit 1991 und habe angefangen als Assistent der CDU-Gemeinderatsfraktion, um dann 1,5 Jahre später Büroleiter von Herrn Dr. Wolfgang Schuster als Kulturbürgermeister zu werden. Und ich wurde quasi mit dem Thema Wilhelm II. Konfrontiert, einmal im politischen Rahmen des Rathauses und dann in einem dienstlichen Kontext. Und die Widersprüche, die damals für mich zutage traten, das war jetzt natürlich für mich jetzt nicht das wichtigste Thema. Das ist ganz klar, es war eigentlich total unwichtig, aber es gab im Rathaus vernehmbar Stirnrunzeln und Verwunderung, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass hier doch eine private Initiative vollkommen losgelöst von der Kulturverwaltung, deren Bürgermeister ja Herr Oberbürgermeister Manfred Rommel war. Es ist ja erst ab 1.1.93 ein eigener Stuttgarter Kulturbürgermeister in der Person von Dr. Wolfgang Schuster ins Amt gekommen, dass Herr Rommel sich also schon auffallend, sehr höflich, aber auffallend von diesem Denkmal distanziert hat. Das hat wiederum in der CDU-Gemeinderatsfraktion nicht nur Freude ausgelöst. Und da ich damals ja Assistent des Fraktionsvorsitzenden war, der mit Rommel eng befreundet war, habe ich auch so persönlich ein bisschen gespürt, dass Manfred Rommel hier vielleicht wie ein Jagdhund zum Jagen getragen wurde, weil natürlich zwei Protagonisten, die dies vorangetrieben haben, mit ihm eng befreundet waren. Das war der Frieder Willmann. Und es war der Eberhard Palmer, damals Bezirksvorsteher von Mitte und in dieser Ehrenamtsfunktion da erinnere ich mich noch sehr gut, zumal ich dann auch in der CDU Mitte ehrenamtlich tätig war und ihm natürlich persönlich häufig begegnet bin. Da war eine ganz einfache und legitime Anmerkung: König Wilhelm I. reitet vor der Staatsgalerie. Und wir haben ein Wilhelmspalais, und da reitet niemand oder steht niemand. Ja, und er hat dies als Defizit betrachtet. Ich finde das legitim. Nur die Antwort, die gegeben wurde, die ist jetzt natürlich ein bisschen obskur gewesen. Denn die Antwort wurde ja nicht, also die Idee wurde ja nicht an die Kulturverwaltung herangetragen oder an Herrn Oberbürgermeister Rommel, was der normale Werdegang gewesen wäre. Sondern es gab beim Künstlerbund, also heute der Goldene Hirsch, so eine Gruppe von Künstlern, also bildenden Künstlern, die in einer gewissen Opposition zur damals vom Gemeinderat mitgetragenen, mehrheitlich mitgetragenen und von Herrn Rommel gewünschten Kulturpolitik in der Stadt stand. Und diese Kulturpolitik wurde sehr energisch von Frau Dr. Sedlmayr, der damaligen Kulturamtsleiterin,
der ich dann natürlich begegnete, auch am 01.01.1993 ins Kulturreferat kam und meinem sehr geschätzten Kollegen Karl-Heinz Lampmann, der damals, der vor einigen Jahren in Ruhestand ging, aber damals verantwortlich war für Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Und das war, das kann man durchaus in Bezug setzen, es war der Versuch, die Öffentlichkeit in der Landeshauptstadt Stuttgart mit modernen Ausdrucksformen von Kultur in Berührung zu bringen. Das war dezentral angesetzt. Es sind erhebliche Mittel vom Gemeinderat dafür bereitgestellt worden. Dezentral angesetzt heißt, es ging in die Stadtbezirke. Und jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, die Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher, die Hauptamtlichen in den äußeren Stadtbezirken, die Ehrenamtlichen in den inneren, waren persönlich gefordert, sich in dieser breit aufgestellten Kampagne zu beteiligen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie haben dann sozusagen die Kulturverwaltung mit der Frau Dr. Sedlmayr, die Sie auch besucht haben, darüber können wir gleich noch sprechen. Ja. Wir haben Herrn Lampmann sozusagen, der für Skulpturen zuständig war. Und dann haben wir aber eine Initiative, hier sozusagen vor den Türen des Wilhelmspalais, Wilhelm II., ein Denkmal zu setzen. Und da kann man so sagen, da gab es eigentlich keine Schnittmenge zwischen den beiden. Da gab es keine Schnittmenge. Da gab es zunächst nicht mal Kenntnis von den Aktivitäten. Und als die Kenntnis in der Kulturverwaltung reifte, so, da beziehe ich mich jetzt auf Frau Sedlmayr, die sich sehr gut erinnert, sie verwendete das Wort, sie habe sich selten so provoziert und brüskiert gefühlt wie in dieser Situation, weil das einfach an ihr vorbeiging. Es ging aber auch am Büro des Kulturbürgermeisters Manfred Rommel, er war ja in Personalunion, OB, und Kulturbürgermeister weitgehend vorbei. Und offenkundig ist es so gelaufen, dass der Künstler, der Herr Zimmerle, mit frustrierten Gleichgesinnten in Jahns Künstlercafé darüber geklagt hat, dass ihre Vorstellung, also das ist ja trotzdem Kunst, also ich maße mir nicht im geringsten an, das irgendwie wertend in Frage zu stellen, aber dass diese tradierten und in der Bevölkerung mehrheitlich geschätzten Ausdrucksformen vom Kulturamt nicht mehr gefördert wurden, sondern neue Ausdrucksformen, auch selbst durch Aufklärung von Bezirksbeiräten, also Kurse, Bezirksbeiräte wurden in Fortbildungskurse geschickt und diese Künstler waren enttäuscht und durch einen reinen Zufall, also so wurde es mir dargestellt, ich war ja nicht dabei, haben Frieda Willmann, befreundet mit Manfred Rommel, Eberhard Palmer, befreundet mit Manfred Rommel, diesen Herrn Zimmerle und seine Gruppe beim, ja, ich sag mal, beim Shoppen, beim Trollinger getroffen und gehört, dass die ND entwickeln, man müsse ein Zeichen setzen in Stuttgart-Mitte für die alte, tradierte Form von Skulptur im öffentlichen Raum und man sucht nach einem Thema. Und das Thema lag dann sehr rasch auf der Hand, weil Eberhard Palmer dieses Defizit, das Wilhelm II. Von Württemberg sich erkennbar im Mitte nicht findet, während den Wilhelm I. man sehen kann. Und ich denke, das ist wirklich so ein der Frieda Willmann, der ist ja verbunden mit dem Wochenblatt, war aber auch der also der Vorsitzende des Vereins Pro Stuttgart, hat dann ja, in der Schoppenlaune gesagt, das Thema nehmen wir uns an. Und dann gab es noch eine Mitgesellschafterin des Stuttgarter Wochenblattes, klar, mit Frieda Willmann eng bekannt, eine Frau Leier, die sehr schnell motiviert wurde, sich bereit zu erklären, einen höheren, also fünfstelligen D-Mark-Betrag zur Verfügung zu stellen. Und dann beginnt das sehr rasch zu laufen. Der Rechtsanwalt Professor Siegler aus Degerloch, mit Palmer befreundet, hat dann die Beratung übernommen. Der Herr Dr. Hacker, der Steuerberater, war mit Siegler einig, es sei besser, dies nicht über die Vereinskonten von Pro Stuttgart laufen zu lassen, sondern ein Förderverein zu gründen, dessen einziges Ziel ist, dieses Denkmal zu ermöglichen. Lass mich da mal reingrätschen, wie man kann also schon sagen, dass es sozusagen so ergänzend zu der Erinnerung um Wilhelm II. Auch so ein bisschen um ästhetische Konzepte, ästhetische Dinge ging und dass da vielleicht auch die Schwierigkeit für das Denkmal lag, dass das sozusagen in der Kulturverwaltung nicht auf offene und begeisterte Ohren stieß, sondern die guckten so drauf und sagen, naja, das ist ja gar nicht die Art Denkmal, wie sie es künstlerisch wollen. Und es kam hinzu, dass Manfred Rommel, also das glaube ich auch aus persönlichem Kennen vom Alt-OB,
diese republikanische Grundüberzeugung hatte und kein Verständnis hatte, warum man 1990 das Denkmal eines Monarchen aufstellen muss. Ich glaube, für Manfred Rommel spielte dieser Aspekt, in welcher künstlerischen Form, sogar eine untergeordnete Rolle. Das war eher für die Kulturverwaltung provozierend, weil sie ja mit viel Geld des Gemeinderats und viel Engagement einen Umdenkensprozess in der Stadt ja auch tatsächlich bewirkt hat. Wenn wir heute in die Stadtbezirke gehen und Kunst im öffentlichen Raum aus diesen 80er Jahren und Anfang 90er sehen, da sind viele namhafte Kunstwerke, die dieses Bemühen der Kulturverwaltung erfolgreich widerspiegeln. Also ich habe das Gefühl bei meinen Gesprächen, es waren ja nur zwei mit Herrn Dr. Hacker und Frau Dr. Sedlmayr, dass aber alle Beteiligten ihre Eigeninteressen hatten und dass es eigentlich gar nicht so sehr um König Wilhelm II. Ging. Und was selbst der ja nun dieses Denkmal wirklich befürwortende Herr Dr. Hacker mit Humor in der Stimme, wir haben telefoniert, vermittelt hat, war, dass es ja keine Bürgerbewegung war. Es kamen insgesamt knapp über 100.000 D-Mark zusammen, wobei diese Frau Leier eine erhebliche Anschubfinanzierung leistete. Etwa 1.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt, spendend. Und dann fehlte immer noch Geld an 120.000 D-Mark, die der Künstler Zimmerer nannte, um es überhaupt realisieren zu können. Offenbar hat er aber auch auf Honorar verzichtet. Also da gab es ein hohes Interesse, diese Form von Kunst zu machen. Und um das zu ermöglichen, wollte er sich nicht persönlich finanziell bereichern, sondern es kostet halt so eine Bronze, die ja relativ aufwendig zu fertigen ist, einen gewissen Betrag. So, und dann fehlten immer noch etwa 13.000 Euro oder 12.000 Euro. Und dann kam der Frieder Willmann, der einen Kontakt zum Haus Württemberg hatte, auf Herzog Karl von Württemberg zu und fragte ihn, ob. Und der Herzog hat dann wohl sehr spontan gesagt, ja, aber bitte nicht in die Zeitung. Also das ist eine diskrete Unterstützung der Initiative gewesen, aber ohne dass das Haus Württemberg jetzt, und deshalb finden wir in der Presse auch nichts dazu. Das ist also, wenn man so will, eine neue Erkenntnis für Sie, für mich, für alle Beteiligten, dass das Herzogshaus also sich daran beteiligt hat. Gerne können wir nochmal auf Herrn Hacker ein bisschen zu sprechen kommen. Erzählen Sie mal, wer ist der Herr Hacker gewesen? Was hatte der damit zu tun? Herr Dr. Hacker hat heute noch der Seniorchef einer Steuerberaterkanzlei, die als Steuerberater den Verein Pro Stuttgart begleitet hat. Und als die Idee von Frieder Willmann formuliert wurde, einen Weg zu diesem Denkmal zu gehen, wo sehr rasch auch gesagt hat, also er schlägt vor, einen Förderverein zu gründen, der nur ausschließlich diesen Zweck hat und der nach Erfüllung des Zweckes sich wieder auflöst. Und dann kam Professor Siegle im Sinne der Vereinsgründung, damit es alles förderfähig ist, gemeinnützig ist. Das war es ja dann auch. Und da Herr Dr. Hacker der Einzige ist, der beim Verein Pro Stuttgart, Frieder Willmann ist verstorben, und sonstige Protagonisten, Herr Dr. Peter Wetter ist jetzt verstorben, fast ja tagesaktuell, ist Dr. Hacker von der Seite der einzige für mich greifbare Ansprechpartner gewesen, ist aber von seiner Emotion her überzeugt, dass man damals richtig gehandelt hat. Aber ob der König jetzt hinterm Stadtpalais steht oder vorne, ist ihm, Entschuldigung, das muss ich killen, ist Herrn Dr. Hacker schlicht und einfach egal. Das muss man einfach sehen. Ja, tun Sie es einfach, das werde ich. Ich mache eine Einstiegsfrage. Wir waren ja eben da, wer der Hacker denn ist, aber wie steht denn der Hacker zu den Dingen von damals? Also findet er... Da steht er dazu. Er findet es positiv. Er spricht eben auch von einer... von einem Bürgerkönig-Denkmal. Also der Verein hat das an die potenziellen Spendenden gebracht mit dem Thema, wir wollen unseren Bürgerkönig eine Ehrung zukommen lassen. Also das war schon die Sprachregelung, aber das kam nicht aus dem Duktus von Herrn Dr. Hacker. Das war Frieder Willmann, Eberhard Palmer und natürlich der Herr Zimmerle. Dr. Hacker hat seine Kernaufgabe darin gesehen, das steuerrechtlich zu begleiten und ihm ist das noch sehr präsent, weil es für den Verein Pro Stuttgart eine bedeutende Aktion war und ja auch in der Öffentlichkeit der Stadt Aufmerksamkeit erregt hat.
Wenn wir jetzt sozusagen das Gespräch mit Herrn Hacker hat uns, glaube ich, schon noch mal vorangebracht bei der Frage, wie breit ist eigentlich diese Bürgerbewegung aufgestellt, wie viele Menschen spenden da. Jetzt ist natürlich immer schwierig zu sagen, sind jetzt 1.000 Menschen viel oder wenig. Ich maße mir da auch kein Urteil bei. Wichtig ist ja, es hat sich aber auch natürlich klar herausgestellt, dass die Bürger es bezahlen und der Staat nicht. Ich meine, das muss man Ganz mal in klar. aller Deutlichkeit sagen. Und jetzt sind wir aber ja noch nicht, und darum ist, glaube ich, das Gespräch mit Frau Sedlmayr sehr wichtig gewesen. Damit war dann die Statue ja bezahlt irgendwann, aber sie hatte ja noch keinen Platz. So ist es. Wie kommen wir denn jetzt zu diesem Platz laut den Erinnerungen von Frau Also Sedlmayr? rein rechtlich war die Statue im Privatbesitz eines Fördervereins, der an Pro Stuttgart, an den Verein Pro Stuttgart angebunden war. Es war Privatbesitz. So. Aber es war immerhin gemeinnützig. Also die Statue war aus gemeinnützig begünstigten Mitteln entstanden. Und jetzt kam natürlich Eberhard Palmer in der Erinnerung von Frau Dr. Sedlmayr und Herrn Dr. Hacker, die sind da identisch, ins Spiel, also richtig ins Spiel, und hat gesagt, er will das in Mitte an einem geeigneten Ort, und der einzig für ihn denkbare Ort, weil ja das Kronprinzenpalais dem kleinen Schlossplatz zum Opfer gefallen ist und die Rote Bühl-Kaserne als abstrakt theoretischer Ort viel zu weit an den Grenzen nahe zu Westen, und das Wilhelmspalais hieß ja auch Wilhelmspalais, auch wenn es jetzt die Stadtbücherei unter der Leitung von Hannelore Juli gewesen ist damals, war eigentlich klar, es muss ans Wilhelmspalais. Und das ist jetzt in der Erinnerung natürlich jetzt auch im zeitlichen Ablauf für Frau Dr. Sedlmayr nicht im Detail rekonstruierbar gewesen. Aber es war wohl so, ich darf es mal salopp formulieren, dass der Herr Oberbürgermeister Rommel dann gesagt hat, das ist doch eine gute Idee, dann schaffen wir uns das Problem vom Hals. Wohin sonst? Ich will keinen König in der Königstraße. Das wäre ja auch noch eine Idee gewesen, am besten vor dem kleinen Schlossplatz, soweit städtisches Territorium ist. Wir stellen es vor ins Wilhelmspalais. Können Sie nicht mal mit Frau Juli sprechen? So, und Hannelore Juli hat dann, ja, war auch keine glühende Verfechterin des Denkmals und auch nicht seiner Ausdrucksweise, künstlerischen Ausdrucksweise. Aber es war ja klar, man musste Herrn Rommel nicht nur als Oberbürgermeister, sondern auch als Kulturbürgermeister aus der Bredouille helfen, dass hier etwas entstanden ist, was er eigentlich gar nicht gutierte, aber was halt da war. Und wo er nicht Nein sagen konnte, auch aus menschlicher Rücksichtnahme seinen Freunden Frieda Willmann und Eberhard Palmer gegenüber und indirekt natürlich wahrscheinlich auch aus Rücksichtnahme der CDU-Fraktion gegenüber, die dieser Initiative pro Denkmal wohlwollend gegenüber gestanden ist. Ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen zusammenfassend drauf schaut, kommt da einem ja auch immer die Frage auf, die ich mich ja auch umtreibt, uns beide umtreibt, ist ja dann schon ein bisschen. Sie haben vorhin so schön gesagt, ja, Wilhelm der Erste hat ein Reiterdenkmal, Wilhelm der Zweite hatte nichts, und die Frage ist ja dann auch, also zum einen vielleicht die Frage, die schwerer zu beantworten, warum hatte er denn nichts? Eine Frage, und die zweite, woher kommt denn das Bedürfnis jetzt auf einmal nach 70 Jahren nichts zu sagen, wir setzen jetzt ein Zeichen. Haben Sie da eine Erinnerung? Können Sie was dazu Also sagen? sagen wir mal so, als ich Ihr Mitarbeiter wurde und die Preview für die Eröffnung des Hauses vorbereitet habe, da wurden wir ja mit dem Denkmal konfrontiert. Sie haben die Entscheidung getroffen, es an den Standort urbanseitig in den Garten zu stellen. Dann haben wir ja als Gag auch die Spitze, den Verein der Züchter dieser Spitze eingeladen. Und im Ganzen habe ich mich zum ersten Mal quellenmäßig auch mit einem sehr zynischen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus 1990 befasst, der darüber resonierte, mit Recht, ganz im Sinne Rommels, wieso man 1990 einen König aufstellt. Also diese Frage wurde bundesweit gestellt. Und bei der weiteren Recherche ist mir aufgefallen, dass ja Wilhelm II. Nicht im Ludwigsburger Schloss bei seinen Ahnen bestattet wurde, auf seinem Wunsch aber in Ludwigsburg, aber auf den alten Friedhof. Und 1989, also in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang, entstand in Ludwigsburg eine Bürgerbewegung im besten Sinne des Wortes, ein verfallenes Grabdenkmal. Das Grab Wilhelms II. War komplett verfallen. Auch die Dynastie hat sich nicht drum gekümmert. Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger aus Abzhausen. Aber es waren Bürgerinitiativen. Der Ludwigsburger Gemeinderat wollte kein Geld zur Verfügung stellen, aber die Haushaltskrise.
Und dann haben Bürger in Ludwigsburg dafür gesorgt, dass das vorhandene Grabdenkmal restauriert wird. Das ist bis heute in dem Zustand. Aber da war was. Da war plötzlich wohl ein Bedürfnis, weil Ludwigsburg ist ja die eine Residenzstadt, wenn auch nur zeitlich halt kürzer als Stuttgart. Aber da gärte ein Bedürfnis nach Erinnerung, gerade an diesen letzten Monarchen. Die Gründe dafür haben sich mir nicht erschlossen. Unter Rommel dachte man republikanisch. Also wir waren nun wirklich in der Kulturverwaltung und auch in der CDU-Gemeinderatsfraktion nicht auf dem Monarchietrip. Aber es war klar, da ist unterschwellig ein Erinnerungsbedürfnis da. Und dann war ja von Anfang an auch das Wissen gar nicht präsent. Man hat das Wilhelmspalais Wilhelm II. Zugeordnet, weil er halt als letzter württembergischer König dies als Wohnsitz hatte mit seiner Gattin. Aber der Auftraggeber für das Palais ist natürlich Wilhelm I. Und gebaut wurde es für zwei Töchter Wilhelms I. Das muss man sich ja auch klar machen. Also für mich, vielleicht war das von Anfang an ein Fehler, aber als ich nach Stuttgart kam, habe ich mit dem Wilhelmspalais immer den Ersten verbunden und gar nicht den Zweiten. Der Zweite war für mich als Newcomer aus Freiburg, studiert in Freiburg und Wien, überhaupt kein Begriff. Hier in dieser Stadt gedachte niemand des zweiten Wilhelm. Wenn, dann war ein Bewusstsein an Königin Katharina von Württemberg und damit an Wilhelm I. Also ich stolperte immer über das Königspaar Wilhelm I. und Katharina und nicht über Charlotte und Wilhelm II. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf, vielleicht auch zum Abschluss auf das kommen, was wir jetzt in diesem Jahr ja so ein bisschen vorhaben und auch, Sie dürfen ja auch die Podiumsdiskussion jetzt in absehbarer Zeit organisieren. Was würden Sie denn sagen, auch ganz persönlich gesprochen gerne, welche Rolle glauben Sie denn, kann Wilhelm II. In der Erinnerungskultur heute spielen? Also was sind die Punkte an Wilhelm II., die sozusagen die Brücke in die Gegenwart so schlagen, dass uns das weiterbringt. Weil ich glaube, darum geht es ja beim Erinnern, sich darum zu erinnern, um daraus was für die Gegenwart und die Zukunft zu... Jetzt bekenne ich mich schuldig, dass ich Geschichte studiert habe. Also eine vielleicht nicht populäre Sichtweise auf die Persönlichkeit und das Denkmal habe. Für mich ist Wilhelm II. Nach intensiverer Beschäftigung ein interessanter Gegenpol im wilhelminischen Deutschland zum seinem Namensvetter aus Berlin. Das ist ohne Frage. Wilhelm II. Hat sich auch verhältnismäßig wenig in Regierungsgeschäfte eingemischt. Er hat sicherlich persönlich, auch seine Frau Charlotte war ja so modern, dass sie im Haus Württemberg ja bis heute nicht gerne erinnert wird, weil sie ihrer Zeit voraus war. Und auch Wilhelm II. Hat sicherlich mit seiner Abkehr von einem persönlichen Engagement in Uniform, er war natürlich König, und Oberbefehlshaber, aber er hat das Militärische nicht zelebriert, auch in der Öffentlichkeit erkennbar das Zivil betont. Nur sein Vorgänger Karl, als meines Wissens nach, ist auch nicht wie Wilhelm II. Von Preußen laufend in Uniform rumgelaufen, sondern war also auch greifbar in Zivil. Also da treten die württembergischen Könige sicherlich in Kontinuität in der Grundhaltung. Für uns heute ist es dann interessant, wenn wir uns gedanklich mit dem Kaiserreich, dieser monarchischen, ja auch in manchen Dingen arrogant und gesellschaftlich rückschrittlich, wenn auch wirtschaftlich, technologisch unglaublich modern. Württemberg hat die Modernität unter Wilhelm II. Von Württemberg auch gelebt, aber ganz sicher nicht diese gesellschaftliche Diskriminierung. Es war in Württemberg meines Erachtens tatsächlich alles liberaler, offener und auch das Bedürfnis nach Ausgleich zwischen Arbeitnehmerschaft und Arbeitgebern führte dazu, dass man die Erstarken der SPD, siehe die Förderung, Unterstützung des Sozialistenkongresses 1907 durch die Regierung Württembergs, nicht nur durch den König persönlich, aber natürlich auch durch den König persönlich als zum großen Ärger Preußens, und Wilhelms II. Von Preußen ermöglicht hat. Auch da mit Sicherheit war Wilhelm II. Von Württemberg kein potenzieller Sozialist. Das wäre Unsinn. Aber er hat so viel Vernunft
und an Eigeninteresse am wirtschaftlichen Wohlergehen Württembergs gehabt, dass er erkannt hat, dass Spannungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern schädlich für die Prosperität des Wirtschaftsstandorts Württemberg mit seinen Hightech-Industrien, die sich herausbildeten, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts. Und von daher ist es sicherlich historisch betrachtet interessant, dass dieses Württemberg eine kleine Sonderrolle im preußisch-wilhelminischen Kaiserreich spielen konnte, wie auch Bayern, unter anderem Vorzeichen, nicht glücklich war über die Reichseinigung von 1870. Ja? Das muss man ja auch sehen. Und wenn ich richtig in Erinnerung bin, bitte korrigieren Sie mich, ist der damalige König Karl von Württemberg nicht nach Versailles gefahren, sondern hat sich demonstrativ, also mehr kann man ja Opposition gar nicht zum Ausdruck bringen, bei dem Preußenjubel der Reichseinheit unter preußischer Krone. Also diese Distanzierung hat der Nachfolger Karls Wilhelm II. Sicherlich im persönlichen Handeln und im Regierungshandeln erkennbar werden lassen. Und insoweit ist er aus der Zeit heraus eine spannende monarchische Persönlichkeit, aber er ist kein Vorbild als Republikaner für unsere Zeit. Aber als Historiker sage ich, der Mann ist hochinteressant. Und vor allem seine vollkommen, meines Erachtens, unterbelichtete Gattin in ihrem privaten Verhalten ist unheimlich spannend. Erinnert mich ein bisschen, auch wenn die Persönlichkeiten zu vergleichen vermessen wäre, aber erinnert mich ein bisschen an Elisabeth von Österreich, die in ihrem persönlichen Verhalten ja auch eigene Wege gegangen ist, sportlich, reisefreudig, sehr offen und sich gequält hat mit der Etikette des Wiener Hofes. Und Charlotte hat mit Sicherheit ihren Mann auch beeinflusst, die Etikette am württembergischen Hof nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern auch dem Bürgerlichen zugeneigt zu sein. Und ich glaube, dieses Haus, in dem unser gemeinsamer Arbeitsplatz zu finden ist, spiegelt das auch ein bisschen wider. Es ist eine repräsentative, sehr schöne Villa, das heißt ja ein Palais, aber es ist kein prunkvoll erdrückendes Schloss. Und so lebten diese beiden Menschen, Wilhelm und Charlotte. Und von daher, ich habe überhaupt keine Aversion, nur ich erlaube mir noch die letzte Anmerkung. In ihrem Gespräch mit Hannelore Juli kam ja die Idee auf, durch einen Wettbewerb, einen künstlerischen Wettbewerb, eine erneute Königskultur in Auftrag zu geben unter moderner Sicht. Da sträuben sich in mir jetzt natürlich sämtliche Nackenhaare, weil es ja nicht primär um eine künstlerische Ausdrucksweise geht, sondern das Thema wäre wieder Wilhelm. Und wir sollten vielleicht im 21. Jahrhundert, das ist meine persönliche Meinung, Abstand davon nehmen, wie auch immer wir uns dann künstlerisch dem Thema nähern würden, Abstand nehmen. Und ich persönlich, das wissen Sie, aus ganz pragmatischen Gründen, aber Sie sind der Direktor, ich bin der Letzte, der das in Frage stellt, aus ganz pragmatischen Gründen würde ich ihn gerne unter die Platane in der Nähe des Zaunes zum Hauptstaatsarchiv stellen. Dann ist er nicht vor dem Palais. Er ist vielleicht noch weniger erkennbar als jetzt, oder? Aber wenn die Leute ihn nun nicht mehr da hinten haben wollen, Gottes Namen, wäre das vielleicht nicht das Ziel, aber ein Kompromiss in der Diskussion. Das ist aber total pragmatisch und löst sich von allen inhaltlichen und künstlerischen Erwägungen. Ja, vielen Dank. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Auch für mich die Möglichkeit, nochmal vielleicht mich bei Ihnen zu bedanken. Und ein paar, der Herr Lauer hat, glaube ich, eine wunderbare Idee gehabt. Der Herr Lauer schlägt ja nicht nur vor, das Denkmal nach vorne zu stellen. Ich will nochmal an der Stelle sagen, uns ist der Diskurs wichtig. Wir wollen darüber reden, wir wollen über Inhalte reden, wir wollen forschen, wir wollen diskutieren, wir wollen das bestehende Wilhelm-Bild hinterfragen. Das tun wir gemeinsam. Und wo am Ende dieses Denkmal steht, das ist ein Ergebnis unserer Debatte und nicht, das, wie soll ich sagen, eine hoheitliche Entscheidung hier im Palais oder wo auch immer. Eine schöne Idee. Herr Lauer hat noch eine zweite schöne Idee gehabt, über die wir, glaube ich, reden, sondern wir drehen einen Film. Also über Charlotte und natürlich dann auch über Wilhelm, aber vor allem über Charlotte finde ich auch schön. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, wie ist eigentlich der richtige Umgang, wie ist die richtige Erinnerung mit Wilhelm II., was hat er uns heute zu sagen, wie gießen wir das in welche Erinnerungsform? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, unabhängig von dem Denkmal, dass es mehr Erinnerung an den letzten Herrscher Württembergs braucht und dass es mehr Wissen über ihn braucht und mehr Forschung. Deswegen machen wir auch nächstes Jahr die Ausstellung. Wir werden die Podiumsdiskussion machen und werden auch sicherlich darüber weiter hinaus am Ball bleiben. Verfolgen Sie uns und lassen Sie uns aus diesem Jahr ein Wilhelm-Jahr machen. Danke fürs Zuhören. Bis in
bis zur Podiumsdiskussion. Dankeschön.